Ich sehe, dass es da irgendwie eine Problematik gibt mit der alten physischen Welt und der neuen digitalen Welt. In der neuen digitalen Welt ist der Distributionsweg für Güter ein ganz anderer. Die Grenzkosten gehen nahezu null. Das heißt, wenn man ein YouTube-Video 10.000 Mal klickt, ist es im Prinzip, kostet es nicht mehr. Während wenn man ein klassisches Produkt 10.000 Mal produziert, dann kostet das durchaus mehr und schließt damit Menschen davon aus. Beim Digitalen ist es also viel leichter zu kopieren. Und das stellt natürlich jetzt die Frage für Leute, die digital Güter produzieren, also wie zum Beispiel Kunst und Kreatives, dass die ein Problem haben, in einer Welt ihr Einkommen zu generieren, wo man darauf angewiesen ist, ein Produkt zu verkaufen. Und jetzt gibt es die These, dass man das quasi mit Grundeinkommen ausgleicht. Und ich sehe, dass es da so ganz große Probleme gibt, weil sehr viel man sich heutzutage über seine Arbeit und auch, dass die bezahlt wird, definiert. Und das ist genau der Kernkonflikt unserer Gesellschaft, weil wir haben eine, wie ich finde, lustige Vorstellung davon, was Arbeit ist. Arbeit ist nämlich bei uns gemeinhin das, was Geld bringt und was dafür sorgt, dass man ehrenwert seinen Lebensunterhalt verdient. Es gibt aber viel mehr Arbeit da draußen. Also genauer gesagt gibt es mehr unbezahlte Arbeit als bezahlte Arbeit und dennoch wird sie gemacht. Und Grundeinkommen ist der Weg, all das mal ganz neu zu denken und zu sagen, du bist ein Mensch. Also gehen wir davon aus, dass du arbeiten wirst, weil du ein soziales Wesen bist, weil man nicht arbeiten kann. Deswegen kriegst du dein Gehalt, dein Grundeinkommen und alles, was du danach machst, ist dein Ding. Also wir wollen in diesem Jahr noch 100 Menschen mit Grundeinkommen versorgen. Sicherlich ein ambitioniertes Ziel. Heute gerade wurde das 10. finanziert, also noch 90 und nicht mehr viele Tage Zeit. Aber der Zulauf ist wahnsinnig. Wir haben über 50.000 Menschen schon auf unserer Seite. Und ich sehe, dass wir Leute erreichen, die bisher oft nicht mit Grundeinkommen in Verbindung gebracht wurden. Also zum Beispiel sucht man da nicht Grundeinkommen bei Google, sondern mein Grundgehalt. So, wo ich schon merke, okay, das ist für die ein neues Konzept. Und ich merke, dass bei den Leuten, die haben das Gespür, dass irgendwie kann es nicht so weitergehen wie bisher. Wahnsinnig viele Leute haben frustrierende Erlebnisse am Arbeitsmarkt in irgendeiner Form und die merken, da braucht es Veränderungen und deswegen gibt es auf einmal so eine krasse Aufgeschlossenheit, vor allem bei der jüngeren Generation, für so ein Thema wie Grundeinkommen. Und mein Ziel wäre es einfach, möglichst vielen Menschen das zu ermöglichen, das mal auszuprobieren, damit irgendwann jede Person eine Person kennt, die schon mal Grundeinkommen erlebt hat. Also das Gefühl ist ja nicht richtig Grundeinkommen, aber den Hauch von Grundeinkommen. Und das wäre mein Ziel, Geschichten zu erzählen.